Hallo, gestern habe ich ja das Video über das Binärsystem hochgeladen und da es viele Anfragen gab, ob ich nicht ein Let's Build oder Tutorial drüber machen kann, habe ich mir überlegt, setze ich das nochmal ins Let's Build des Bahnhofs rein. Das heißt, das ist jetzt Teil 8. Und wir werden das so machen, dass wir jetzt nur noch zwei Schalter brauchen. Das heißt, das hier kommt weg und das auch. Wir hätten dann einmal hier die 1. Ich mache mein Inventar jetzt erstmal leer. Also hier die 1 und die 2. Das heißt, wenn wir jetzt hier drauf drücken, also wenn wir gar nichts antippen, dann sind wir bei Ziel 0. Wenn wir die 1 antippen, sind wir bei Ziel 1, die 2 bei Ziel 2 und beide bei Ziel 3, was dann eben insgesamt vier Ziele ergibt. Genau wo, so wie wir es vorher hatten mit vier Buttons. Dafür werden wir jetzt erstmal die Buttons wieder verbinden. Ich schlage jetzt erstmal ein Loch rein, damit ich weiß, wo das ist. Wo war das andere jetzt? Hier. Also. Einmal gehen wir von hier aus und einmal von hier. Wie ihr gestern auch schon gesehen habt, gehen wir zu einem T-Flip-Flop über. Den werde ich euch jetzt zeigen, wie man den baut. Ich habe ja selber auch gesagt, ich weiß nicht genau, warum das klappt. Hauptsache, es klappt eben. Und ja, ich würde sagen, hier reicht. Also, wir machen einen Repeater hin, welcher eben den Button symbolisiert, denn dadurch kann eben auch dieser Repeater aktiviert werden. Das kann ich euch auch kurz zeigen. Hier, der Repeater wird aktiviert. Wenn wir hier jetzt nur den Redstone Dust hätten, würde das nicht klappen. Oh, ah, doch. Okay, klappt auch. Dann. Ja, dann würden wir's, können wir es auch so machen, damit wir nicht so eine große Verzögerung haben. Dann geht's so weiter. Hier machen wir Blöcke hin und da auch noch. Dann hoffe ich mal, dass ich es noch richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, hier. Genau, und so. Dann kommt hier eine Torch hin. Da. Da und da und da. Wir können es ja gleich mal ausprobieren. Hier oben kommt noch Redstone Dust hin. Das hier schalten wir auf die Stufe 4. 1, 2, 3, 4. Hier kommt noch Redstone Dust hin. Da, da und da. Da. Und hier ein Repeater, den wir auf die Stufe 2 schalten. 1, 2. Und hier wäre jetzt unser Output. Das können wir jetzt mal ausprobieren. An. Aus. An. Aus. Gut. Also es klappt. Das heißt, das gleiche werden wir jetzt nochmal hier hin machen. Also bauen wir das gleiche nochmal ab. So, hier der Repeater. Auf die Stufe 4 wieder. So, so und so.
das müsste jetzt auch klappen. Aus. An. Aus. Gut. Diese beiden führen wir dann wieder zusammen. Und zwar müssen drei Blöcke dazwischen frei sein. Eins, zwei, drei, also bis hier. Und ja, hier können wir dann mit dem Binärsystem anfangen. Das heißt, hier kommt ein Block hin mit einer Torch. Dann geht's hier lang und da. Das gleiche auch auf dieser Seite. So und so. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt vier Möglichkeiten mit nur zwei Buttons. Also wenn wir jetzt das hier aktivieren. Okay, jetzt klappt es nicht. Das heißt, wir müssen hier doch noch einen Repeater reinmachen. Das versetzen wir dann doch noch eins nach hinten. Also der ist jetzt eben dafür da, damit das Signal auch hier hinüber geht. Und was man eigentlich auch machen könnte, wäre das hier. Aber naja. Also wir haben jetzt hier vier Auswahlmöglichkeiten. Und zwar ist ja das hier der Button 2. Diese Linie. Und hier ist der Button 1. Angenommen, wir wollen jetzt zum Ziel 0, dann müssten wir, dann hätten wir hier kein Signal und da kein Signal. Also müssten wir ein Endgate aus diesen beiden Spuren bilden. Da und da. Angenommen, wir wollen zum Ziel 1, dann hätten wir das hier ausgewählt. Dann müssten wir eben ein Endgate von zwischen diesem Dust und diesem Dust machen. Wenn wir zu Ziel 2 wollen, dann sieht das ja so aus. Das heißt, ein Endgate zwischen dem hier und dem. Und zum Ziel 3 wäre 2 plus 1, also zwischen dem hier und dem. Ja, und das werden wir jetzt eben machen. Das heißt, wir fangen mit Ziel 0 an. Das ist ja genau so. Also machen wir hier eine Brücke und verlegen den Redstone da lang. Das gleiche auch hier. So. Wir müssen auch immer darauf achten, dass das Signal reicht. Hier reicht es gerade noch so. Und jetzt kommt eben ein Endgate ans Ende. Mit einer Torch noch dran. Damit das eben wieder umgekehrt wird. Und ja, hier gehen wir dann gleich eben zu den Weichen. Jetzt werden wir aber erstmal hier weiterbauen. Das heißt, wir verlängern erstmal diesen Dust. Ach Mist, das war falsch. So, und hier geht's weiter. Und da. Also jetzt gehen wir zu Ziel 1. Das heißt, das hier ist aktiviert. Also machen wir ein Endgate zwischen dem hier und dem hier. Ich habe das so gemacht, dass ich erst alles verlegt habe
und am Ende dann noch geguckt habe, was eben nicht klappt, wo ich noch Repeater reinmachen muss. So, hier dann wieder zum Endgate. Mit der Torch dran. Dann kommen wir zum Ziel 2. Das heißt, hier da können wir dann direkt sowas machen. Und hier. Und zum letzten Ziel, zum Ziel 3. Dafür verbinden wir dann diesen Dust mit diesem. Das heißt, das hier können wir jetzt wegmachen. Genauso wie den hier. Die Endgates mit einer Torch dran und das war's auch eigentlich schon. Jetzt müssen wir alles verbinden, sodass das Signal ankommt. Das heißt, wir haben jetzt hier, nein, wir fangen wieder mit 0 an. Ihr seht, es klappt, die Torch ist an, dann geht's weiter mit der 1. Es klappt auch noch, die Torch ist an. Dann die 2. Das klappt nicht mehr, weil das Signal eben nicht ankommt. Wir müssen dann hier einen Repeater einbauen. Und die Torch geht an. Jetzt das Signal 3. Die Torch geht auch nicht an. Also müssen wir das einmal hier repeaten. Und dann noch einmal hier. Und die Torch ist an. Das heißt, das verbinden wir jetzt mit den Schienen und dafür müssen wir erstmal gucken, wo die Schienen langlaufen. Also bis hier. So dass hier eben diese Biegung entsteht und die Weiche eben umswitcht, wenn dieser Dust eben an ist. Genau. Das ist jetzt genau falsch rum, oder? Egal, müssen wir gleich mal gucken. Also hier geht's weiter. So. Und dann verbinden wir das eben wieder genauso wie hier. 2, 3 nach unten. Torch dran. Das gleich wieder hier. Hier müssen wir es eigentlich nicht machen, weil naja, wir machen es trotzdem.
angenommen, nichts von diesen Bedingungen stimmt, was ja eigentlich gar nicht sein kann, weil eins muss ja stimmen, dann würden wir eben hier weiterfahren. Alles ist ja unmöglich eigentlich. Also das hätten wir jetzt aktiviert und ja, das ist genau falsch rum. Ich meine eigentlich, hier wären Torches dran gewesen. Aber dann machen wir es einfach so rum. Und jetzt ist diese Weiche eben umgeswitcht, weil wir die 2 und die 1 gedrückt haben. Das hier wäre jetzt die 0 und diese Weiche switcht um. Ja, jetzt machen wir hier noch den Rückweg. Also so. Und das hier kommt dann wieder direkt hier dran. Wenn wir Glück haben. Fällt's nach links, tut's aber nicht. Also machen wir hier da wieder das, was wir auch schon im 7. Let's Build gemacht haben, also im vorherigen. Das heißt, da kommt eine Detector Rail hin. Die eben mit dieser Weiche verbunden wird. Hier. Genau, oder? Wir probieren es aus. Ist natürlich falsch. Hier kommt Redstone Dust hin und die Torch kommt hier hin. Und dann müsste es eigentlich klappen, das heißt, wenn die Minecart drüber fährt. Genau, switch diese Weiche um. So, jetzt werden wir noch überall die Power Rails verlegen. So, ich hoffe mal, das reicht. Dann so, da kommen wieder die Buttons dran. Wenn man dann eben einen richtigen Bahnhof baut, müssten da eben die verschiedenen Ziele oder gegebenenfalls andere Bahnhöfe hinkommen. Hier können wir jetzt die Mauer lang ziehen, aber das ist ja jedem selbst überlassen. Wir aktivieren das hier noch und können es eigentlich schon ausprobieren. Wir wählen jetzt. Okay, genau, ich würde sagen, zuerst verbinden wir eben das da oben wieder. So und so. Das geht dann bis hier. Da habe ich einfach noch mal Torch drauf gemacht.
welche dann eben hiermit verbunden wird. Das gleiche dann nochmal hier. Und zwar eben bis hier. Dabei müssen wir eben aufpassen, dass hier drunter keine direkten Redstone Torches sind, die das hier oben eben ändern könnten oder beeinflussen können. Reicht das? So, also um das gleich zu machen, könnten wir jetzt hier drei Verzögerungen, hier eine, also so, dann wäre die Verzögerung gleich. Und ja, wir sind fertig, würde ich sagen. Hier kann jetzt noch das Schild ran. Eins. Und also wir drücken die Eins. So, die Eins. Und sie leuchtet auch. Wir können ja mal gucken, ob das hier klappt. Nee, tut's nicht. Achso. Die 1 ist links. So. Ich glaube, wir müssen hier noch ein Not Gate einfügen. Das heißt, genau, jetzt leuchtet die 2. Die 1, das heißt, wir müssen zur 3 kommen. Das war auch schon immer ein großes Problem. Hier, dass die Minecarts einfach in der Luft hängen bleiben, und das liegt einfach daran, dass wenn man sich ausloggt und eben wieder ins Spiel reinkommt, dass sie sich dann andersrum drehen. Kann ich euch kurz zeigen. Wenn die einfach irgendwo rumliegen. Also so, und ich mich neu einlogge. Ja, es dauert jetzt ein bisschen länger wegen Fraps. Dann müsste das Minecart eigentlich andersrum stehen. Super. Tut es jetzt nicht. Naja, auf jeden Fall klappt es einfach nicht, dass die Minecarts dann ordnungsgemäß wieder runterkommen. Da muss man sich dann auch noch irgendwas einfallen lassen. Aber mal gucken. Aber wir haben ja unsere tolle Minecraft-Abgabe, womit das dann alles kein Problem ist. So, wir rufen einen Minecraft.
Steig ein, wir haben die 3 ausgewählt. Eins, zwei. Oh. Okay. Jetzt leuchtet aber alles. Das kann ja auch nicht sein. Okay, im Moment. Diese Torch ist nicht an. Jetzt hätten wir die 1 ausgewählt. Ja, das verstehe ich nicht. Irgendwas läuft hier schief. Würde ich mal so deuten. Das ist die 1. Die ist ja nicht ausgewählt. Und das ist die 2, die ist auch nicht ausgewählt. Das heißt, wir müssten zur 0 fahren. Das ist die 0. So, jetzt ist die 0 ausgewählt. Habt ihr es gehört? Da ist gerade. Okay, jetzt hat's geklappt. Ne, da ist gerade wieder so ein Redstone Dust kaputt gegangen, sag ich mal. Dieses Psst war da. Also wir probieren es aber nochmal aus. Jetzt mal die 1. Super. Jetzt ist hier irgendwas kaputt. Also irgendwas ist hier falsch. Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Was anderes kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich würde sagen, ich unterbreche dann hier mal kurz und baue hier vielleicht auch diesen T-Flip-Flop hin. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Also ich habe das jetzt hier nochmal gebaut. Und ja, das Ganze hat irgendwie nicht geklappt, weil ja, das ist wahrscheinlich so ein Bug oder so. Also ich klicke jetzt hier. Also mal ist die Torche an. Das klicke ich hier. Und die geht einfach aus und dieses komische Geräusch kommt. Und ich werde mich einfach nochmal neu einloggen. Und ich hoffe mal, dass das dann klappt. Wenn nicht, dann baue ich das einfach ein bisschen weiter weg. Also hier ist auch nichts drunter oder so. Ich werde das dann mal
Kopieren bauen, vielleicht ist das anders. Genau, jetzt klappt's. Ein wenig mysteriös. Aber jetzt müsste es eigentlich klappen. An. Aus. Also die vorherige Version würde eben auch klappen. Nur durch diesen komischen Bug hat es eben nicht geklappt. Also 1, jetzt machen wir mal die 3. Ja, super, jetzt klappt das natürlich wieder nicht, weil ich mich nur eingeloggt habe. Dann werde ich eben einfach so losfahren. Oh, das gibt's doch nicht. Spinnt das hier alles rum. Okay. 1, 2, 3. Okay, 0, 1, 2 haben wir übersprungen und dann sind wir ins vierte, also zur Nummer 3 reingefahren. Genau, wir haben das hier gemacht. Dann drücken wir wieder den Knopf und fahren hier lang zurück. Kommen wieder an. Können jetzt von mir aus die 0 auswählen und ich habe schon wieder dieses Geräusch gehört. Ich weiß nicht, was jetzt damit los ist. Aber normalerweise müsste es eigentlich klappen. So, jetzt fahren wir direkt ins erste. Natürlich wieder nicht. Also gestern hat es ja auch geklappt. Hier jetzt ist die Torch wieder aus. Das müssen wir dann auch irgendwo anders machen. Ich glaube, das ist einfach ein Fehler der Map oder so. Ich kann es ja vielleicht mal verschieben. Ich glaube, jetzt habe ich schon gut eine halbe Stunde aufgenommen. Also sollte ich auch langsam mal Schluss machen. Genau. So, ich hoffe mal, dass nichts kaputt ist. Das noch. Und wir probieren es wieder aus. So, die 0. Genau, wir fahren hier rein. Dann probiere ich jetzt mal die 1 aus. Ja, super. Das war schon wieder die 0. Ich eins nicht angetippt. Also jetzt klappt hier irgendwie gar nichts mehr. Ihr seht ja, diese Torch war jetzt aus. Also das muss eigentlich ein Fehler der Map sein, weil in meiner Sandkasten-Map hat es ja eigentlich auch geklappt. Und da habe ich genau das gleiche gebaut. Also normalerweise klappt es. Wenn es bei euch nicht klappt, dann ja, dann müsste es eigentlich auch ein Fehler der Map sein. Ich hoffe mal, dass das bald gefixt wird von Notch. Und ja. Dann war es auch wieder mit dem Let's Build. Hier ist ja die Dreier-Version. Ihr seht, habe ich auch genau das gleiche gemacht. Hier diese Redstone Dusts zu den Flipflops.
hier 1, 2, 3, die muss ich ein bisschen versetzen, weil die zu breit sind. Das hier habe ich dann einfach da drunter geführt. Eben auch bis nach hier. Hier wieder die Redstone Torches, die eben da lang gehen. Und dann muss man eben gucken, ich habe jetzt zum Beispiel die 1 und die 4 aktiviert, das heißt 1 plus 4 sind 5. Also hier, dieser das ist an, weil wir die 1 brauchen. Dieser das ist an, weil wir die 2 nicht brauchen. Und dieser das ist an, weil wir die 4 brauchen. Hier gibt es 5, 1, 2, 3, 4, 5. Und hier der Rest und das ist an. Ja, achso, das liegt wahrscheinlich an der Südwestregel, dass wir eben hier eine Torch machen mussten und auf der anderen Map nicht. Weil sich danach eben entscheidet, ob die Weiche sich nach rechts oder nach links stellt. So, also das war's dann auch. Vielleicht werde ich das noch irgendwie rausbekommen, wie man das mit dem Stapel regeln kann, dass man eben nicht immer die Minecarts alle raus und wieder reintun muss, wenn man sich eben neu einloggt, falls es bei euch so schon klappt, also dass es immer klappt, auch nach dem Relog. Könnt ihr es einfach mal in die Kommentare schreiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.